Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute habe ich einen weiteren Trading-Tipp für euch am Start und bitte seid mir nicht böse, falls ich irgendwie komplett verplant wirke oder so. Ich nehme das Video jetzt gerade hier um 12:30 in der Nacht für euch auf und ich muss morgen früh raus und habe den ganzen Tag Weekend League gestreamt und so. Also bitte nehmt mir das nicht übel und heute eben wie gesagt ein schöner Trading-Tipp und zwar kann man da Goldkarten für 400 Münzen kaufen und für circa 800 bis 900 Münzen wieder verkaufen. Das heißt, wir verdoppeln unsere Coins sozusagen mit einem einzigen Spieler. Das Ganze geht mit den Top 5 Ligen, also das geht mit der Premier League, mit der Calcio A, mit der La Liga, mit der Ligue 1 und mit der Bundesliga. Schön, dass ich das sogar noch aufzählen kann, 5 Dings Ligen hintereinander. Okay, also das sind die Ligen, mit denen das Ganze funktioniert. Für 350 oder für 400 Münzen kauft man die Spieler, man ersnipt sich die ganzen Karten. Ich würde euch empfehlen, falls ihr Karten nicht bekommt, dass ihr bei der Position am Mittelfeldspieler, Verteidiger oder Stürmer eingibt, sodass das Ganze noch mehr gefiltert wird. Denn wenn ihr bei alle nur drauf seid, dann kann es sein, dass da zu viele Spieler kommen und die dann eben abgelaufen sind, bis ihr nach hinten gescrollt habt. Ich denke mal, die meisten von euch wissen jetzt gerade, was ich meine. Ansonsten versucht einfach, die Spieler zu snipen, ja, für 400 Münzen. Die Karten, die ich für 350 Münzen bekomme, stelle ich für 800 Münzen rein. Und die Karten, die ich für 400 Münzen bekomme, die stelle ich für 900 Münzen rein. Und ja, Freunde, zur Frage, wie lange das dauert, bis man die Spieler dann im Endeffekt verkauft. Es dauert, ja, circa, ich würde sagen, 3 bis 5 Mal reinstellen, bis dann wirklich alle Karten weg sind. Es kann aber auch sein, dass es mal 8-9 Mal dauert, bis sie dann weg sind. Wichtig ist, dass ihr die wirklich für eine Stunde immer reinstellt und auch wirklich per Handy oder so das Ganze aktualisiert. Immer wieder auf Neu anbieten drückt, auf alle neu anbieten, sodass da immer die ganzen Karten dauerhaft auf der Transferliste sind. Und ja, zur Frage, warum werden diese Karten gekauft? Die Karten werden gekauft, weil Leute die zum Beispiel für SBCs verwenden oder, keine Ahnung, weil die vielleicht sogar im Team verwenden oder so, dann haben sie die im Dream Squad und dann gehen die so auf Dream Squad Suche und dann schauen die eben Transfermarkt suche direkt im Dream Squad eben und dann finden die da zum Beispiel dann einen für 900 und dann denken die sich, komm, den nehme ich jetzt einfach mal mit. Da sind die meisten dann auch zu faul, genau nachzuschauen, was die Spieler wert sind. Und ja, wie gesagt, circa 5 Mal dauert das Ganze, bis man die ganzen verkauft, also circa 5 Stunden im Endeffekt. Und da ist ganz, ganz wichtig, Leute, Geduld ist das A und O, denn ohne Geduld ist es schwierig zu traden heutzutage und ihr braucht einfach diese gewisse Ruhe und diese gewisse Geduld einfach, ja, das trifft es am besten. Geduld ist das A und O, denn wenn ihr da jetzt irgendwie eine Karte nach 5 Mal reinstellen nicht verkauft, dann dürft ihr nicht verzweifeln, stellt die einfach immer wieder rein, während ihr zockt oder so. Angenommen, ihr zockt jetzt Squad Battles oder ihr zockt Weekend League, dann stellt die Karten einfach immer wieder währenddessen halt so rein und dann passt das Ganze auch. Und ja, Freunde, das sind eigentlich die wichtigsten Infos zu diesem Trading-Tipp. Ich habe damit sehr, sehr viele Coins gemacht, habe den auch extrem oft im Stream erwähnt und ich würde sagen, ich gehe jetzt nochmal ein bisschen hier auf die einzelnen Snipes ein. Es sind noch circa, ja, wie viel sind es noch? So circa 10 Stück richtig, richtig schöne Snipes aus verschiedenen Ligen. Insgesamt habe ich ungefähr, glaube ich, 30 Spieler sniped. Und ja, hier bekommen wir Toulalon für 400 Münzen aus der Ligue 1. Was machen wir natürlich? Wir bieten den an für 900 Münzen. Ob die jetzt 7 Verträge oder weniger oder mehr haben, ist eigentlich ziemlich egal. Am besten ist natürlich dennoch 7 Verträge, 99 Fitness. Aber darauf könnt ihr bei diesem Trading-Tipp nicht achten, da ihr die Spieler einfach sehr, sehr schneller snipen müsst. Und deswegen, ja, könnt ihr darauf nicht so wirklich achten. Ich würde euch auch raten, den Preis beim Snipen immer wieder zu ändern. Also ich zeige euch das jetzt, wenn das gleich kommt. Und zwar habe ich da ja so 3 Millionen eingestellt. Das würde ich immer wieder ändern auf zum Beispiel 4 Millionen, dann wieder auf 10 Millionen, dann wieder runter auf 1 Million, damit ihr nicht vom Transfermarkt geworfen werdet. Denn viele sagen mir, dass sie beim Snipen gebannt werden. Aber ich ändere einfach nach, würde ich sagen, 30 Mal Snipen, also nach 30 Mal Suche, ändere ich den Filter ein bisschen. Zum Beispiel tue ich auch auf Start bei Startpreis 150 oder so eingeben, damit das Ganze einfach immer wieder neu ausschaut und damit EA nicht denkt, dass man ein Roboter ist. Denn ein Roboter würde das Ganze so machen, dass er einfach sucht, bis er halt erkannt wird als Roboter, sage ich mal. Und ihr seid ja ein Mensch, sage ich mal. Ihr könnt ja nach jedem 30. Mal einfach das Ganze ändern und da ein bisschen was verändern in der Sucheinstellung, sodass ihr dann eben nicht gebannt werdet. Und hier bekommen wir den Laxal. Der hat extrem gute Werte, 88 Tempo. Ja, 64 Schießen ist jetzt nicht so nice, aber der ist natürlich auch weggegangen in der Zeit. Also ich habe die Spieler, wie oft habe ich sie reingestellt? Ich glaube 4 oder 5 Mal. Ich habe die auch während den Streams noch ein bisschen reingestellt. Also ja, 4 oder 5 Mal müsste das gewesen sein. Einmal über die Nacht und dann eben heute in den Streams ein bisschen. Und da habe ich echt massig Coins gemacht. Also, boah, wenn ihr das Ganze mit 30 Spielern macht, angenommen, dann macht ihr pro Spieler so ungefähr
ja, mindestens 400 Münzen gewinnen. Die EA-Gebühren müsste man abziehen, aber da wird zum Beispiel auch manchmal Spieler für 350 kaufen und die dann eben zum Beispiel für 800 reinstellen. Dann haben wir einen Gewinn von 450 Münzen. Das heißt, im Schnitt kann man rechnen 400 pro Spieler, auch wenn man die EA-Gebühren schon abzieht. Wir rechnen jetzt mit 400 Coins pro Spieler. Das mal 30, ja, das ist eine schöne Rechnung. Das ergibt 12.000. Ja, ist wahrscheinlich komplett falsch gerechnet. Wie gesagt, ich bin todmüde, aber müsste passen. 12.000 Coins gewinnen sind das mit 30 Spielern. Wenn ihr das mit 100 Spielern macht, dann habt ihr 40.000 Münzen gewinnen. Und das ist halt wirklich easy, weil man es halt richtig schön nebenbei machen kann. Und ja, jetzt haben wir dann noch ein paar Snipes drinnen. Ich glaube, 5 Stück müssten es noch sein. Embolo haben wir bekommen. Das ist eine richtig, richtig coole Karte. Und ja, Freunde, schreibt mir auf jeden Fall auch gerne in die Kommentare, ob ihr einen neuen Trading-Tipp habt oder ob ihr den macht oder ob ihr irgendwelche Fragen habt. Ich versuche wirklich aktiv in den Kommentaren zu antworten. Und falls ihr mich sonst irgendwie kontaktieren wollt, alle Social-Media-Plattformen sind in der Beschreibung natürlich verlinkt. Alles Mögliche ist da drinnen, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram. Auf Instagram, muss ich sagen, habe ich leider schon zu viele Nachrichten bekommen. Deswegen wäre Twitter ganz angemessen, weil auf Instagram komme ich leider nicht ganz hinterher. Das heißt, wenn es was Wichtiges ist, dann bitte Twitter, da bin ich eigentlich am offensten, sage ich mal, weil ich da einfach noch nicht so viele Nachrichten bekommen habe, da einfach auch nicht ganz so viele Leute Twitter haben. Und ja, wir snipen hier noch weiter mit der Bundesliga. Ich muss sagen, die Bundesliga ging zu diesem Zeitpunkt mit am besten. Ich habe diesen Trading-Tipp ziemlich spät am Abend aufgenommen, weiß ich noch. Und da ging zum Beispiel die Barclays Premier League nicht ganz so gut. Die Bundesliga ging aber extrem gut. Hier haben wir zum Beispiel direkt auch Kramer wieder bekommen, direkt in derselben Aufnahmesession. Also da habe ich jetzt gar keinen Cut dazwischen setzen müssen, weil es eh direkt danach passiert ist. Für 900 Münzen können wir den reinstellen, sind 500 Münzen Gewinn. Die EA-Gebühren sind da circa 40 Münzen, glaube ich. Ne, 45 Münzen. Das heißt, wir haben dennoch einen schönen Gewinn. Und hier haben wir Fernandes bekommen. Den stellen wir natürlich auch wieder rein für 900. Also, ja, es ist wirklich easy. Es ist wirklich easy und ihr werdet jetzt gleich sehen, dass wir schon einen Gewinn gemacht haben. 2 Snipes haben wir noch. Und jetzt sind wir eben schon in der letzten Liga. Und zwar in der La Liga Santander, in der spanischen Liga. Hier haben wir einen Keeper noch bekommen. Keeper sind im Normalfall nicht ganz so gut, weil die teilweise nicht so viel wert sind. Aber es geht in Ordnung und es gibt Schlimmeres. Und hier haben wir dann eben, ja, die ersten 2 Verkäufe, die direkt weggegangen sind. Und dann kommen jetzt hier die anderen Verkäufe. Richtig, richtig nice, was wir hier für einen Gewinn gemacht haben. Ihr seht hier die ganzen Verkäufe, die sind wirklich auch für den Preis weggegangen, wie ihr das hier eben sehen könnt. Und das geht extrem schnell, es geht extrem einfach. Und ich würde euch einfach raten, diesen Trading-Tipp auch wirklich nachzumachen, denn man kann leicht Coins machen und das ist eine Methode, die gerade im Moment gut funktioniert und ich denke auch, dass sie in den nächsten Wochen und Monaten auch gut funktionieren wird. Deswegen ist das auch ein Trading-Tipp, der nicht eben nur jetzt aktuell funktioniert, sondern wirklich auch dauerhaft, den ihr einfach sehr, sehr gut auch während Weekend League spielen und so anwenden könnt. Und da eben, ja, euch ein paar Spieler zu ertraden, die ihr dann eh für euer Team braucht und so. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Checkt gerne noch die Links in der Beschreibung ab. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Lasst gerne auch einen Daumen nach oben da. Vielen Dank auf jeden Fall für euren Support. Wir stehen jetzt schon bei 29.400 Abonnenten. Unfassbar, wie schnell es gerade geht. Die Streams gehen auch richtig ab. Also, falls ihr bei den Streams nicht dabei seid, schaut da gerne mal vorbei. Das macht echt richtig Laune. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Habt immer High Hopes und ciao.